So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video und ihr seht schon, worum es geht. Und zwar habe ich ein neues WhatsApp-Handy gekriegt, und zwar das Sony Xperia Z3. Wir schauen uns das erstmal an und dann los geht's. So, was fällt so auf an diesem Handy? Zwar sehen wir hier Sony, also das Sony-Logo hier ist die LED hier oben links und unten haben wir hier einen Lautsprecher und unten haben wir hier nichts, komisch. Links haben wir hier den Anschluss und hier, ich weiß nicht, was das ist. Was ist das? Und hier, weiß auch nicht, was das ist, da links. Und haben wir jetzt SIM-Kartenanschluss und Micro-SD-Karten-Ding, wenn man das jetzt mal hier macht, sieht man hier das. Und sieht hier SIM-Karte. Kann man hier auch eine Micro-SD-Karte rein? Ich glaube... Was heißt, ich glaube, ich bin mir sicher, dass das der Micro-SD-Kartenanschluss ist. Kann ja sein. Ich weiß noch, was das ist. Ich weiß noch, wo man eine Speicherkarte reinlegt. Ja, kann sein, dass ich... Oh, da steht sogar Micro-SD. Vielleicht ist ja hier der SIM-Kartenanschluss. Ja, kann auch sein. So, hier ist der Micro-SD-Anschluss. So, und zwar sieht man hier den Einschalter und die Volume-Tasten. Den Einschalter drückt man mal und schauen, was passiert. Sehen wir schon mal Sony Xperia. Ja, mein LG. Weiß nicht, was ich damit mache. Das kriegt glaube ich wer. Ja, eigentlich soll das Z3 ja einen Startsound haben, aber ich glaube, dass der bei Note 6.0 abgeschafft wurde. Schade, weil es hat glaube ich Note 6.0. Hier ist glaube ich die Kamerataste. Was passiert eigentlich, wenn man die in der Einrichtung drückt? So, ja, wird schon dunkel. Ja, das dauert jetzt ein bisschen. So, willkommen in Deutschland. Was ist, wenn man die Kamerataste drückt? Sie wissen nicht genau, wie das geht, ja. Ich weiß echt nicht, wie das geht. Wie legt man hier eine SIM-Karte ein? Ich mach mal das WLAN. So, Verbindung geprüft, das kann bis zu 2 Minuten dauern. Hier oben sieht man diese Dinger. Okay. Auch mal laut, da sehen wir, das ist von Stock Android. Aber es war eiskalt. Software-Update. Suche nach Updates. Anderes Gerät vorhanden? Nein, hatte. So, wir sind jetzt hier bei Google-Konto, da gehe ich mal manchen ein. Ja, ich glaube, weil ich schlechtes WLAN habe, kann ich mich jetzt erstmal nicht anmelden. Aber egal, wir schauen uns nochmal das Android so an. Ich will jetzt erstmal hier fertigstellen. Dann haben wir hier Haftungsausschluss. Ja, Haftungsausschluss. So, jetzt sind wir hier. Dass wir diesen Bildschirm haben, wenn wir den Blazer, wir haben hier einmal die Benachrichtigungsleiste, die ist komplett von Stock Android ausgenutzt. So, dann haben wir hier, nicht stören, Carbox 6EC0. Dann können wir hier in den Einstellungen gehen. Dann sehen wir hier über das Telefon, Android 6.0.1, D6603. Und dann machen wir mal, das läuft flüssiger als das LG. Machen wir mal Designs. Dann machen wir hier mal Rot. Rot ist schön. Anwenden, ja. Also ja, jetzt zieht sich das hier durch das ganze System hier. Das ist doch schön. Wo ist jetzt der wo ist jetzt das Display? Oder nee. Keine Benachrichtigungen. Nein. Audioeinstellungen. Was gibt's denn noch bei andere Töne? Tun wir die Bildschirmsperre. Xperia? Ja. Ich fand den cool.
weirder Ton. So, ich werde jetzt erstmal viel Spaß mit meinem Sony haben und gerade auch testen, ob es ruchbar ist. Wir sehen uns später. Bye, bye.